was tun mit so alten Stängeln im Winter? Am besten ist es, sie stehen zu lassen. Warum das so ist und was du in deinem Garten machen kannst, um Natur und Wildnis mit einzubringen, erzähle ich dir heute in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen bei der Landluft und wir legen gleich los. Wir haben hier einen wunderschönen alten Wasserdost. Da vorne, das hier ist ein schöner alter Wiesenkerbel, das ist ein alter Grashalm. Und es gibt ganz, ganz viele Pflanzen, die im Winter, im Herbst jetzt einfach schon so ausschauen. Und in den meisten Gärten werden die einfach weggeschnitten, weil sie dem ästhetischen Bild nicht mehr entsprechen. In der Natur ist es natürlich ganz, ganz anders. Da bleiben solche Stängel den ganzen Winter lang stehen. Diese hier tragen hier sogar noch die Samen, die sie auch im Winter bei Wind dann noch verbreiten. Aber diese Pflanzen haben eine ganz, ganz wichtige Bedeutung in der Natur, denn die Stängel sind meistens hohl oder lassen sich zumindest ausfressen und bieten dann Insekten einen wichtigen Schutz im Winter, denn die Stängel rundherum wirken ein bisschen wie Isolation. Und auf diese Weise können viele Insekten im Winter überwintern und auch starke Kälte überleben. Indem du solche Stängel also im Garten stehen lässt, schaffst du tatsächlich ein Zuhause für deine Insekten und bietest der Insektenvielfalt eine Möglichkeit, sich bei dir heimisch zu fühlen und auch wirklich das ganze Jahr überleben zu können. Jetzt ist es in vielen Gärten so und manchmal sogar in Nachbarschaften, dass diese Stängelvielfalt nicht gern gesehen wird. Ich finde das zwar sehr schade, aber es kann einfach sein, dass deine Nachbarn sagen, du musst mähen. Oder du selber möchtest zumindest einen Bereich deines Gartens auf eine gepflegte Weise haben. Oder du hast auch nicht die Möglichkeit und brauchst einen Garten, der sozusagen sehr, sehr wenig Aufwand mit sich bringt, weil Gartenarbeit einfach auch körperlich intensive Arbeit ist. Und ich habe mir überlegt, wie man trotzdem Natur im Garten integrieren kann mit ganz, ganz wenig Arbeit. Und das ist fast für jeden möglich. Das ist sogar für Menschen möglich, die in Wohnungen mit Balkon leben. Und dazu habe ich dieses Buch hier geschrieben. Wildnis im Topf. Da drinnen beschreibe ich ganz, ganz genau, was du machen kannst, wie du es machen kannst, wie du deine ganz persönliche Wildnis in den Topf bekommst, welche Pflanzenarten du erwarten kannst, worauf du dich freuen kannst, auf welche Schönheiten in deinem Garten. Es gibt sogar Wildgemüse im Topf. Es gibt kleine Bäumchen im Topf. Du kannst sogar einen kleinen Christbaum im Topf machen, kleiner Spoiler aus dem Buch. Und ja, das ist mein allerneuestes Buch. Ist natürlich auch ein super nettes Geschenk. Ich würde mich total freuen, wenn du es dir anschaust. Auf www.evaruth.at, ich habe das natürlich unten verlinkt, gibt es alle Infos dazu und dort gibt es auch den Link zum Bestellen. Für deinen Garten wäre das wirklich ganz super, denn ob diese Stängel in einem Topf stehen oder wie hier in der Wiese, das ist den Insekten fast egal, ziemlich egal. Sie verwenden das trotzdem als winterliches Quartier und können sogar, besonders wenn du in einem dicht bewohnten und dicht besiedelten Gebiet mit geringen Grünflächen und vor allem geringen natürlichen Grünflächen, kann dieser kleine Bereich, den du schaffst, das können schon wenige Stängel sein, die können den Unterschied für ganze Arten machen. Das heißt, mit deiner kleinen Wildnis, mit deiner kleinen Naturoase am eigenen Balkon oder im eigenen Garten, ganz egal wie groß der ist, schaffst du tatsächlich einen wertvollen Lebensraum für Pflanzen und für Tiere. Für heute danke fürs Zuschauen und habe einen schönen Tag.